Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Roblox. Ich alleine unterwegs. Ja, wir sind hier irgendwie in so einer Kunstwerkstatt unterwegs. Wir müssen, glaube ich, hier erstmal einen Platz finden, oder? Beanspruchung. Okay. Dann können wir hier ein bisschen was malen. Oh, Sternchen. Müssen wir die Farbe auswählen? Geht das? Sternform und dann wollen wir die Farbe. Ach, weil wir. Warte. Okay. Ja. Wir wollen einen kleinen Sternhimmel. Okay, das ist schon mal schön. Das ist sehr, sehr schön. Normal, Monde. Ja, okay. Kann man hier. Wie kommt man denn. Sternchen plus Dreiecke, Wasserkette, Sprühfarbe. Sprühfarbe? Achso, die musst du natürlich dann kaufen, oder wie? Ja, gut. Wir wollen gerne gelb haben. Gelben Nachthimmel. So, warte. Nehmen wir mal ein bisschen schwarz. Ne, warte, wir machen das um von vorne. So, wir machen alles schwarz. So, jetzt wollen wir gerne gelb haben. So, wir wollen ein paar Sterne haben. Aufkleber. Nein. Achso, ich muss den erst vorher. Ich muss den erst wieder vorher. Schwarze Aufkleber, okay. Gut. Sechsecke Sprühfarbe, ein paar kleine Sternchen. Nicht in Schwarz, aber ungefähr in der Farbe. Ich habe doch auf der Farbe hier geklickt. Okay. Supi. Einen großen Motor hin. Muss jetzt mal gewöhnen, dass ich das immer wieder umstellen muss hier. Was haben wir noch an gut? Streifen. Ketten. Okay, Sprühfarbe für dunkel, für hellen. Dann machen wir das mal blau. Moin. Moin. Aufhellen. Okay, das sieht sehr kurios aus. Und Picasso. Ich habe keine Ahnung, das sieht eher aus, als hätte da irgendetwas vorgesessen, was da pixelt ist. Wunderschön. Achso, weiß noch nicht so recht, wie wir das hier anstellen sollen. Ja, wir wollen aber jetzt nicht mehr auffällen. Nein, wollen wir nicht mehr.
Wir machen Streifen. Oder hier Wasser. Wasser können wir doch mal machen. Komm. Ein dunkelblau. Sehr dunkelblau. Oh wow. Das ist sehr viel Wasser. Wir sind fertig. Das heißt, Wasser bei Nacht. Was sehr gut. Wasser bei Boy. Anscheinend schreiben kann ich auch nicht mehr. Wasser bei Nacht. Oder 20 Jumps. Ah, okay. Und das sieht wesentlich hübscher aus, als ich da male. Ich möchte gerne das machen. Das kann man gar nicht nur mit Sprühfarbe machen oder so. Trete der Gruppe bei. Also das heißt, ich kann bloß ein Bild machen. Musik stoppen, einreichen, Kabinenradio. Schwarze Liste der Stände. Verifiziere über ihre Twitter, um es so freizuschalten, okay? Juhu! Okay, wir können die tatsächlich bloß einmal. Oh Mann, das ist schade. Wow! Bis er fertig ist. Wow, das ist echt hübsch geworden. Die können alle voll gut zeichnen und ich habe hier irgendwie so. Sagen wir mal nichts zu, ne? Das ist moderne Kunst. Picasso auf Droge, ja? Oh, Häschen. War Picasso nicht ständig auf Droge? Ich hab keine Ahnung. Oh, Naruto. Und Eis. Ist der Picasso? Okay, da wird nichts ausgestellt. Da auch nicht. Oh, Pikachu! Und eine Stadt im Regenbogen und ein Herz. Regenbogenforellenherz. Oh, ein Fuchsi! Oh, ein Smiley, der nicht begeistert aussieht. Okay. Oh, Minecraft. Oh, schön. Oh, wow. Wow. Alter, kann die gut zeichnen. Oh, Einzelhandel-Typo. Alter. Das ist Ehren von. Von genau. Attack on Titan. Alter, voll gut. Voll gut und man erkennt das auch noch alles. Freunde zu. Ah, okay, warte mal. Einzelhandel Tycoon 2 ist ein rasterbasiertes Laden-, Bau- und Management-Spiel. Lade deine Freunde zum Zusammenbauen ein. Und baue deinen Laden mit anspruchslosen Anfängen bis zu einem riesigen Einzelhandelsimperium auf. Ich möchte da gerne raus. Das können wir ja gerne machen, aber wir haben noch ein paar Obby noch vor uns. Ja, ja. Ich wollte das Spiel so oder so mal spielen. Das dauert sowieso noch so lange. Glaube ich. Das ist doch nicht meine Favorit. Ach, man kann hier. Wow, man kann hier die gezeichneten Werke tatsächlich mit Roblox kaufen. Oh Gott. Ah, wie heißt das? Das muss ich sowieso gucken, ob das bei mir geht. Aber erstmal müssen wir so das eine machen hier. Ich hoffe, es geht da weiter. Einzelhandel Tycoon 2. Dann kann ich das auch meine Favoriten draufpacken. Contest, Aktion. Oh. Also wie haben sie das denn bitte da geschafft? Also wie soll das denn gehen? Das erste gleich. Wie geht das? Ja. Unser nächstes Objekt. Wow, der Drache sieht. Soll das ein Drache sein? Minotaurau. Der Einzelhandel-Tycoon und 2 kann Chrissy aufspielen. Das geht auch so hoch, dass eine Tomate 250 Euro kostet. Also siehst du. Oh, eine Medusa, Alter. Voll gut. Ja, ich hab schon geguckt, ob ich da irgendwie gucken kann, aber ich kann bei dir nicht rein, Jeter. Ja, das sind. Hätte ich auch gern gesehen. Ja. Warte. Warte. Ich guck bei Misa mit. Das ist doch das, was Jeter spielt, ne? Warte. Ich hab gerade auf live gemacht. Brauchst du nicht, die kann doch bei mir gucken. Achso. Ja, da ist hier schon mal Jeter. Ja, hi. Hi. So, das sind jetzt hier die. Ja, das sind die Kunstwerke, die sie denn ausgestellt haben. Okay. Haben sie selber gemalt, ne? Ja. Voll gut. Hier, komm mit. Pixel Art, oder? Ja, so ähnlich. Die sind auch voll gut. Oh. Der hier nicht so.
Der hier auch nicht so. Wo ist er denn? Nee. Das hier ist auch voll gut geworden. Das hier ist richtig geil. Boah. Oh. Und guck dir, jetzt guck dir mal bitte das hier an. Alter, Ehren. Ja, voll gut, oder? Der kann das richtig gut, aber der ist auch Japse. Ja, wahrscheinlich. Japse können das einfach. Voll richtig gut und hier drinnen kannst du noch ein paar Ausstellungsstücke angucken. Geile Sache. Aber das haben sie auf jeden Fall nicht hier mit diesem Pixel Art gemacht. Nein, definitiv nicht. Das ist eher mehr so Pixel Art. Das sieht eher danach aus. Achso, hier kann man auch nach hinten rausgehen. Hm? Okay. Aber hier hinten ist nichts mehr Wichtiges. Okay. Achso, jetzt kann ich die gerade nicht gucken. Naja, egal. Egal. Auf voll gut. Mit User und so. Ja, genau. Oh, Medusa. Medusa. Magic. Okay, ich glaube, wir sind jetzt einmal rum. Magic. Ja, macht ihr mal. Ist voll Magic Time. Ja, ich weiß bloß nicht, wie man selber ausstellen kann. Deine Ausstellung ist da hinten. Ja, aber ich sehe meine nicht. Mein komisches Gesicht und mein Wasser. Ja. Da musst du mal. Ja, ich weiß, dass ich hier malen muss. Geh live. Hm. Fertig. Dein Kunstshop. Okay, ich sehe das gerade nicht, weil ich hier nur die ganze Zeit dieses blöde Teil habe. Das muss ich aber gucken. Mhm. Beansprucht. Hi. Also wenn man malen kann, kann man hier auf jeden Fall ein bisschen was verdienen. Türkischer Artist, okay. Mein Gott. Ja. Es ist schwierig damit zu malen. Da fand ich ja dieses, was haben wir denn damals da gespielt, dieses Clip Art, war das Clip Art? Ich glaube ja, das war richtig gut. Das, was ich dir damals mal gezeigt hatte. Ich weiß gar nicht, ob ich davon noch Folgen drauf habe. Ich glaube, die kommen jetzt raus, die Folgen. So ihr Lieben, das wird heute nur eine ganz kurze Folge, weil wir wollen mich jetzt nämlich auch gleich weiterspielen. Und dann... Oh, ein Schiff! Yay! Wir hatten ein Schiff gemalt. Alter! Ex, ja. Oh, Alter. Boah, hau die einfach so raus, ne? SpongeBob! Schwankkopf und... Merlin? Gandalf? Ich bin mir nicht sicher. Irgendwie sowas. Ah, da ist Misa. Misa malt. Mhm. Misa malt gerade. Alles klar, Lieben. Achso. Das war's dann mit dieser Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss.